What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on. The military has mistaken me for the likes of you. So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! He's fast! Hey, it's not his speed! He must be using the Chaos Emerald to warp! Shadow, I'm the world's ultimate life form. There's no time for games. Farewell! Shadow, what is this? Oh, stay where you are! Huh? Keep your hands up! Not again. Ja, wurde Sonic mal direkt geschnappt, ne? Und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Teil heute. Stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. I despise anyone who takes jewels from me. All the world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. So Leute, damit auch nochmal herzlich willkommen, um das richtig zu sagen. Jetzt sind wir in der zweiten Action Stage mit Knuckles als Charakter. Also wenn man in der Hero-Seite der Story spielt, wird man einfach mit irgendjemanden in die Story geworfen. Beispielsweise wie er jetzt mit Knuckles. Und ja, seine Mission ist es, wie ihr gerade mitbekommen haben solltet, dass wir sozusagen diese Master Emerald-Stücke wieder sammeln müssen. Weil ja Knuckles gerade diesen Master Emerald zerhauen hat, weshalb auch immer er das getan hat, ja, damit er gerettet ist, der Stein, ne? Aber jetzt müssen wir sozusagen die ganze Scheiße wieder ausbaden und diese Kristallstücke einsammeln. Es könnte sein, dass ich Episoden mit ihm als Charakter schneiden werde, weil Leute, manchmal geht es einem einfach komplett auf die Eier, dass man diese Stücke nicht findet. Unten haben wir so ein Radar, das zeigt uns sozusagen an, wann wir in der Nähe von so einem schönen Kristallstück sind. So, auf der Seite sieht's gut aus. Zack, er kann hauen auch noch, ne? Oh, hier ist gut, hier ist gut. Wo ist es denn? Achso, hier. Da stand einfach da. Gut, und jetzt müssen wir weitersuchen. Wir brauchen insgesamt immer 3 Stück. Mit Knuckles kann man auch an Wänden klettern und Sachen zerschlagen und so. Ist eigentlich richtig cool. Also ich mag Knuckles als Charakter, aber ich mag seine Mission nicht, immer diese Kristalle zu suchen. Das fuckt einfach ein bisschen ab. So, auf der Seite ist anscheinend nichts. Das hätte unser Radar auch schon was gesagt. Obwohl, wir können hier unten nochmal dieses Schaugartenteil mitnehmen. Obwohl, nee. Nee. Das sehe ich nicht ein. Brauchen wir doch nicht. So, weiter geht's hier. Oh, komm. So, dann auf die andere Seite. Vielleicht zeigt uns ja hier noch irgendwo irgendetwas. Nee, auch nicht. Hä? Okay. Da bin ich gerade ein bisschen... Alter! Ich bin gestorben. Ja, da kam ich gerade nicht mehr aus der Ecke raus, ne? Kann man auf jeden Fall mal lassen. Ja, wo ist denn der nächste Kristall? Ah ja, hier. Ja, das ist das Blöde, was ich mal anmerken wollte. Man muss die nach einer bestimmten Reihenfolge finden. Das heißt, es hätte am Anfang einer sein können, aber wenn es einem nicht angezeigt wird, dann findet man den auch nicht direkt. Das ist scheiße. Das ist sehr, sehr scheiße gemacht in dem Spiel. So, jetzt müssen wir hier gucken. Ah, ne, weiter nach unten. Anscheinend. So, hier ist keiner.
Vielleicht da hinten. Oh ja, hier sieht es gut aus, Leute. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Ah ja, hier. Hier drinne. Zack. Gut. Nur noch einen müssen wir finden. Der ist dann wahrscheinlich oben. Oder? Nee. Der war auch unten, oder was? Will ich mich flachsen? Ja, der ist auch unten. Tatsache. So, okay, dann müssen wir jetzt wieder runtergehen. Ey, ist das nervig. So. Oben war es schon gut. Also, da war es schon gelb. Klettern wir mal einfach wieder hoch, Leute. Diese Mission mit Knuckles werden mich so abfacken, ey. Das glaubt ihr mir nicht, ne? So. Oh, scheiße. Ist es irgendwo hier in der Luft? Nee, ne? Ich gehe mal hier eben drauf. So, umsehen. Hä? Wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Da oben in der Ecke. Seht ihr? Da müssen wir jetzt hinklettern und dann haben wir es auch schon geschafft mit Knuckles. Zack. Ja. Richtige Scheißmission mit dem Charakter, aber ich meine, alles muss man ja irgendwie machen. Das war noch eine gute Zeit. 2 Minuten 30. Es gibt Tage, Alter, da hänge ich wirklich an einem Level 30 bis 20, also 20 bis 30 Minuten und ey, das ist echt nicht spaßig, Leute. Das wäre einfach ein kompletter Part oder so, ne? Aber das werde ich dann halt schneiden, wenn es zu abfuckmäßig wird. Und ich hoffe, das passt alles mit dem Sound oder so. Das könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, falls irgendwas lauter gemacht werden soll, also Game oder meine eigene Stimme. Schreibt das unten in die Kommentare. Okay, gut. Da werden wir jetzt einfach in einen Kampf geschmissen mit Dr. Eggman, weil wir lieben Amy helfen müssen. Ja? Wie gesagt, Story-Zusammenhang müsst ihr nicht immer verstehen. So. Aber Tails ist ja nicht wie gewohnt in seiner Form, wo er sozusagen fliegen kann. Nee, wir sind in dieser Maschine drin. Und Dr. Eggman hat sozusagen dasselbe Movement wie wir. Aber irgendwie war er jetzt so billig, dass er einfach bei jedem Schuss sich hat treffen lassen. Das war echt ein billiger Kampf. Aber ich meine, wenn er hier einfach so einen easy Lauf gibt für uns, nein, warum nicht, Leute? This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wir haben dich nur glatt fertig gemacht, aber okay. Ich finde es irgendwie echt lustig mit anzusehen, wie die einfach versucht haben, damals den Charakteren so Emotionen im Gesicht zu geben. Das wäre irgendwie ein bisschen fail, Leute. Aber gut, wie gesagt, Tails kann nicht fliegen. Ist richtig komisch, die Mechanik, dass man mit dieser Maschine rumlaufen muss, mit ihm als Charakter. Aber ich meine, wenn die das so wollen, dann muss man das halt machen. Die Level mit Tails und Dr. Eggman feiere ich deshalb nicht so sehr. Macht mir nicht so viel Spaß, ja. Aber hier müssen wir sozusagen immer mit Tails mit diesem Auto-Aim-Schuss, also das ist echt cool, man hält einfach nur diese Taste gedrückt, ne? Und kann einfach so schießen. So, zack, den müssen wir auch noch umbringen. Den einen auch noch, come on! Zack. Und die Kamera ist auch einmal direkt kaputt. Und so mehr man sozusagen mit einem Schlag anvisiert, umso mehr extra Punkte bekommt man hier. Ja. Man könnte auch einfach so smashen, so mache ich das immer, wenn ich keinen Bock auf alles habe. Dann schießt man immer alles direkt ab, aber es ist eigentlich nicht so gedacht, ja. So. Auch wenn ich das gerne mache. Oh. Weil dann sowas auch nicht passiert. Und unten haben wir sogar einen HP-Balken. Das heißt, wir können immer so getroffen werden, auch wenn wir keine Dinger haben. Und überleben das trotzdem, solange wir unten noch diesen HP-Balken halt haben.
Ist auch richtig geil gemacht eigentlich. Weil einen HP-Balken gibt es ja bei Sonic normalerweise auch nicht. Ich meine, mit einem Schlag in so einer Maschine down zu sein, ist auch nicht so geil. So. Man ist ja auch nicht so schnell. Weiter geht's, Leute. Zack. Und hoch jetzt, hoch. Come on. Zack. Zack. Die muss man zwar nicht alle umbringen, aber ich mach's einfach. Weil die können eh nicht angreifen. Das sind alles nur schwache Burschen. Und es macht mir echt Spaß, dieses Spiel im Controller zu spielen, Leute. Es ist wirklich ein befreiendes Gefühl. So, zack. Nächsten einfach abschießen, damit man hier weiter kann. Ich liebe es einfach mit diesem Charakter immer nur auf die B-Taste zu smashen. Muss ich gerade eben mal auf den Controller gucken. Ich weiß nicht auswendig, wo die sind. Man weiß zwar immer, welchen man drücken muss, wenn man es irgendwie angeordnet bekommt, aber wenn man das sagen soll, dann weiß ich irgendwie nicht, wo welcher ist. So, zack. Wir kommen hier ganz gut voran, Leute, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Ich weiß, so anfangs bin ich immer aus Versehen in diese Schluchten gesprungen. Kann man auf jeden Fall auch machen, ne, aber ich meine, so effektiv ist es nun auch nicht. So, den hier einfach wegballern. Zack, zack, zack. Ja, alles easy going, Leute. Oh, fuck. Ja, und wenn man das sagt, kriegt man irgendwie hinten auf die Schnauze, ne? Das ist doch echt, oh. So, haben auch schon wieder richtig viele Kapseln gesammelt für Chaos eigentlich. So. Kann ich irgendwie nicht anvisieren, okay. Oh, Alter. Die Drecksau. Egal, einen Safe Spot haben wir. So, müssen wir noch irgendwas sammeln? Nee. Einfach nur so schnell wie möglich durchrushen, Leute. Vor allem, ich laufe hier schon durch, aber diese Level dauern einfach lange bei diesen Charakteren. Oder generell bei den alten Sonic-Spielen dauern die Level voll lange. Wenn man irgendwie so, schon sowas mit Sonic Generations vergleicht, was auch schon eigentlich relativ alt ist. Wieso geht das nicht auf? Hä? Ja, ich glaube, wir müssen den auch noch umbringen. Ja, okay. Daran hätte es wohl gelegen, Leute. Ja, wie gesagt, bei den neueren Spielen gehen die Maps relativ schnell. Ja. So, den müssen wir auch noch umdrehen. Okay, okay. Ja, easy going, würde ich mal sagen. Gibt es hier hinten noch irgendwas Schönes? Nö, anscheinend nicht. Okay. Dann haben wir das Level auch geschafft mit 9 Ringen. Sind jetzt nicht überkrass viele, aber ich meine, besser als nichts. Und ja, ne? Dann haben wir das auch noch geschafft. So, würde ich sagen, schauen wir uns doch die nächste Cutscene an und dann wäre es das gewesen für heute. Unser drittes Emblem. Nice. Connection lost. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean connected? That black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way. I thought I had you this time. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat sometimes. So, Entschuldigung gerade eben für die TS-Geräusche. Wir müssen jetzt diese Karte hier spielen, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir diese schöne Action-Stage mit Sonic spielen werden. Und damit sage ich tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.